Hallo, liebe Kinder, ich bin der Boris, ich bin bei AIDA zuständig für die Shows, für die Unterhaltung und für die Musik und auch für den Kids Club. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe heute einen Brief bekommen von den Clubbies, den ich euch vorlesen soll. So, hallo, liebe AIDA-Kinder, was für eine seltsame Zeit, oder? Alle reden den ganzen Tag nur noch über dieses Corona. Man muss den ganzen Tag drinnen bleiben, die Kindergärten und Schulen sind geschlossen, die Eltern arbeiten plötzlich zu Hause im Wohnzimmer. Alle Menschen halten Abstand zueinander und viele tragen auf der Straße oder zum Einkaufen Schutzmasken wie in einem Zukunftsfilm. Das macht Angst, oder? Zu den Sorgen, die man sich zu Hause macht, kommen dann noch die ganzen Nachrichten im Fernsehen und im Radio, die Zeitung mit den großen Überschriften und das ganze Internet. Und natürlich sind da die Wissenschaftler. Mal mit verwuschelten, mal mit gar keinen Haaren, aber immer mit ganz vielen komplizierten Fachwörtern über Viren, Hygiene und Quarantäne und so. Dann reden alle durcheinander und diskutieren, wer recht hat und keiner weiß genau, was passiert. Alle reden mit und alle machen sich noch mehr Sorgen. Wir machen uns hier auch Sorgen um euch, um eure Eltern, um unsere Freunde in der Crew und um uns selber und unsere Familien. Aber vor allem sind wir gerade sehr, sehr traurig, weil ihr alle nicht da seid. Wir vermissen so sehr, mit euch zusammen um die Weltmeere zu fahren. Alles ist plötzlich ganz anders, ganz leer und ganz fremd. Und auch wir kennen uns gar nicht mehr aus. Aber wir haben einen Kapitän. Der macht sich vielleicht auch mal Sorgen, aber vor allem sorgt und kümmert er sich um uns und versorgt uns allen mit dem, was wir brauchen. Wir haben hier auf den Schiffen genug zu essen und zu trinken. Wir haben ein schönes Bett und auch etwas Sauberes zum Anziehen. Und er beantwortet alle unsere Fragen, unser Kapitän. Gerade wenn man sich selber nicht so gut auskennt und wenn alle durcheinander reden und aufgeregt sind oder Angst haben, dann ist so ein Kapitän wirklich toll. Er informiert sich bei den Kollegen von AIDA an Land, er liest und hört alle Nachrichten und er spricht mit Wissenschaftlern auf der ganzen Welt. Aber vor allem redet er nur, wenn er wirklich etwas weiß und kann uns dann ganz klar und einfach erklären, sodass wir es auch gut verstehen. Um diesem Coronavirus keine Chance zu geben, an Bord zu kommen, waschen wir unsere Hände gründlich und oft. Wir desinfizieren sie mit der blauen Flüssigkeit, die ihr ja von Bord schon kennt. Wir halten Abstand zueinander, treffen uns erstmal nur noch in ganz kleinen Gruppen und wenn einer mal niesen oder husten muss, dann macht er das in die Armbeuge und dreht sich von seinen Freunden und Kollegen weg. Und wenn jemand nicht ganz gesund ist, dann bleibt er erstmal alleine in seiner Kabine und der Bordarzt kümmert sich um ihn. Ein Glück ist aber gerade keiner krank. Wir sind alle gesund hier an Bord. Aber was macht man mit den ganzen Sorgen, mit der Angst, mit der Unsicherheit? Unser Kapitän hat uns erzählt, dass seit es Menschen auf der Welt gibt, es auch immer schon unsichere Zeiten gab. Früher gab es zum Beispiel Entdecker wie Christoph Kolumbus, der Amerika entdeckt hat, die auf den Meeren segelten, um neue unbekannte Welten zu entdecken. Und dabei gab es eben auch schlimme Stürme, böse Piraten und manchmal nicht genug zu essen. Früher gab es viel schlimmere Krankheiten und gar keine Medizin. Früher gab es nicht mal sauberes Wasser in jeder Wohnung, keine Toiletten, wie wir sie heute kennen, oder Badezimmer. Früher war eigentlich fast jeder Tag unsicher und man hatte so viel mehr Sorgen. In manchen Teilen der Welt ist es heute sogar immer noch so. Für uns heute ist das alles anders. Es geht uns besonders hier eigentlich super. Die meisten haben genug zu essen und zu trinken, bei uns läuft alles geregelt und es wird auf uns alle aufgepasst. Wir wohnen in Wohnungen und Häusern mit Heizung, mit Badezimmern und schlafen in schönen Betten. Und wir können sogar tolle Urlaube mit unserer Familie machen, zum Beispiel auf AIDA. Naja, und wenn man immer alles hat und wenn es einem eigentlich richtig gut geht und wenn man es gar nicht mehr anders kennt, dann macht man sich natürlich Sorgen, wenn plötzlich alles anders ist und man nicht mehr genau weiß, was um einen herum passiert. Und genau dann ist es so wichtig, einen richtigen Kapitän zu haben. Einen, auf den man sich verlassen kann und der immer für einen da ist, der einem zuhört und sich um alles kümmert. Und da habe ich für euch eine richtig gute Nachricht. So wie wir hier auf den Schiffen einen Kapitän haben, so habt ihr zu Hause das auch. Eure Eltern nämlich. Lasst euch nicht verrückt machen von den ganzen Nachrichten, vom Radio und Fernsehen, von den Geschichten im Internet oder von all dem, was die Menschen den ganzen Tag so erzählen. Haltet euch an euren Kapitän zu Hause. Eure Eltern. Die passen auf euch auf, die kümmern sich und haben sicher auch die richtigen Antworten. Und vielleicht fragt ihr mal, ob es nicht auch zu Hause die Möglichkeit gibt, eine Kapitänssprechstunde abzuhalten, in der ihr alle eure Fragen stellen könnt. Sowas machen wir hier auf dem Schiff auch. Das hilft, beruhigt uns und es macht auch richtig Spaß. Das wollten wir euch mal sagen. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund, passt aufeinander auf, haltet bitte Abstand und wascht immer eure Hände. Und grüßt auch eure Kapitäne zu Hause von uns. Eure Clubbies, Dodo, Achwas, Aline und Itzi. Und ganz bestimmt bald auf AIDA sehen. Da haben wir uns so gefreut, dass sie das geschrieben haben und ich denke, ihr habt euch auch gefreut. Und jetzt machen wir genau das, was hier drin steht. Wir halten uns an unsere Kapitäne. Lieben Gruß!